Zwei Autos, die unterschiedlicher kaum sein könnten, auch wenn es die Zahlen vielleicht anders besagen. Panamera Turbo SE Hybrid, 700 PS Systemleistung aus dem V8 und einer E-Maschine, 571 PS der V8, 136 PS die E-Maschine, gibt wie gesagt 700 in Summe. Der Akku 17,9 Kilowattstunden, das heißt, man könnte mit 700 PS auch 50 Kilometer rein elektrisch fahren, wenn man das möchte. Auf der anderen Seite, ja, good old American Muscle, 717 PS aus dem 6,2 Liter V8 Hemi, noch mehr geht eigentlich kaum. Der Wagen hier hat sogar das Wide Body Kit, hat 305er Schluppen rundum. Ja, mehr geht eigentlich kaum. Bevor wir die Autos auf der Grand Prix Strecke hier am Hockenheim bewegen, will ich euch einmal jeden Wagen im Detail zeigen. Und wir beginnen mit dem deutschen, also ja, das Hausrecht, dem Porsche Panamera. Es hat sich wenig getan beim Panamera, war aber auch ehrlich gesagt nicht nötig, wenn man mich fragt. Also die Front ist so leicht verändert beim Turbo und auch beim Turbo S, auch bei den anderen Modellen ist natürlich klar. Wir haben den Plug-in-Hybrid, das heißt, Porsche differenziert hier optisch auf jeden Fall. Und zwar sehen wir das an der Bremse und auch an anderen Details. Wir haben eben die Bremse hier ist in Acid Green gehalten. Das kriegen in der Regel nur die E-Hybrid-Modelle. Das gab es noch mal anderweitig, aber das ist jetzt nicht von Belang. Wer möchte, der hat eben auch diesen Schriftzug hier an der Seite, E-Hybrid, auch Acid Green unterlegt. Grundsätzlich, wenn wir einmal weitergehen, ja, eine schöne Form im Vergleich zum Vorgänger, den ja viele eher so als Buckelwal abgetan haben. Das ist hier auf jeden Fall passé. Wir haben hier auf der linken Seite, denn der Strom muss ja auch irgendwo rein, haben wir die Ladebuchse. Auf der anderen Seite wird dann der 4 Liter V8 mit Benzin versorgt. Und das Heck, ja, ist eigentlich, wenn man mich fragt, das Schönste am Panamera. Turbo S, es gibt ja kein Turbo mehr, und Turbo SE Hybrid haben eben diesen geteilten Flügel. Das heißt, wenn man ihn manuell ausfährt, das kann man natürlich auch, oder je nachdem, wie schnell man fährt, klappen diese beiden Teile hier hoch. Und dann klappt die ganze Sache nochmal zur Seite. Dann hat man eben einen überbreiten Flügel, bestimmt so in diesen Dimensionen. So sieht eben jeder, es ist mindestens ein Turbo S. Auch hier nochmal der Schriftzug. Wir haben eben Panamera Turbo S hier hinten stehen, auch Acid Green unterlegt, diesmal mit Schwarz. Ja, grundsätzlich das Heck. Auch da hat sich wenig getan mit dem Facelift. Das LED-Lichtband läuft jetzt auch in der Mitte übers Heck. Und hier nochmal schön passend zum Rest des Wagens. Wir haben die Abgasanlage, ist in diesem Fall schwarz lackiert. Gibt nochmal so einen schönen Kontrast zu diesem Burgunderrot oder Weinrot, wie man immer es nennen möchte. Ich kann euch jetzt nicht genau sagen, wie der Farbton heißt. Aber ja, ich bin schon fast ein bisschen sprachlos. Ihr merkt das, denn wenn wir zu dem anderen Exemplar kommen, wirkt der Panamera fast ein bisschen, ich will auf keinen Fall sagen mickrig, aber ja, er wirkt so klein, ehrlich gesagt. Denn ja, wenn wir einmal dieses Geschoss hier angucken, wie gesagt, Dodge Charger SRT Hellcat, 717 PS. Auch hier, ähnlich wie beim Panamera, haben wir eben dieses LED-Licht, was sich über das ganze Heck zieht. Einmal hier so rundrum. Hier steht nochmal schön groß Dodge Charger SRT Hellcat. Wir haben hier schon das erste kleine Logo von vielen. Aber noch viel krasser, so muss man es einfach sagen, statt vier Rohren, zwei links, zwei rechts beim Porsche, haben wir hier zwei, aber sowas von üppig dimensioniert. Also ich kriege die ganze Faust oder die ganze Hand da rein. Ist gleich schmutzig, nicht ganz so schlimm. Wenn wir dann einmal um den Wagen rumgehen, zeige ich euch nochmal hier das White Body Kit. Er hat, wie gesagt, 305er rundum. Die müssen natürlich auch untergebracht werden. Wenn man sich hier mal so die Seitenlinie anguckt, der Wagen ist, oder das Chassis unten drunter ist schon von 2005, also hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, ist aber nicht ganz so tragisch, denn der Wagen sieht immer noch gut aus. Gibt so ein paar Kleinigkeiten,
da sieht man, oder da vielleicht bei den Türgriffen, die sind halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber das sind wirklich solche Lappalien, da darf man dem Wagen keinen Vorwurf machen. Viel wichtiger ist dieses Logo hier, die Hellcat, die Katze aus der Hölle. Denn so fährt der Wagen auch, das kann ich euch versprechen. Und wir gehen nochmal an die Front, falls die auch nochmal jemand sehen möchte. Ja, überaus breit, noch breiter geht es eigentlich kaum. Auch hier nochmal die Hellcat und wir haben eben auch schön diese Haube mit dem Kompressor. Also der sitzt natürlich direkt hier drunter. Hier geht die Luft rein. Und bevor wir mit den Wagen auf die Strecke gehen, hier am Hockenheimring, zeige ich euch nochmal jeden Wagen im Innenraum. Der Panamera, ein Porsche, wie wir uns ihn vorstellen, ist ja für vier Mann, also sehr üppig dimensioniert. Wir haben auch hier oben, wie beim oder beim 911er muss man sagen, auch, oder wie bei fast allen Porsche, haben wir hier oben schönes Leder. Wir haben in diesem Fall sogar ein Head-Up-Display, haben aber auch, das ist das Schöne an der ganzen Sache, noch immer einen analogen Drehzahlmesser. Links und rechts davon haben wir Displays, wo wir uns verschiedene Sachen anzeigen lassen können. Das Lenkrad ist auch wie beim 11er, also wir haben dieses kleine Tastenfeld links und auch rechts oder eben diesen Drive-Mode-Schalter, wo wir stellen können, in diesem Falle von Hybrid auf Sport, Sport Plus oder auch E-Power, dass wir in der Innenstadt beispielsweise rein elektrisch fahren. Dann haben wir dieses große Display hier. Ihr seht schon, es hat auch also eine Erkennung, wenn ich mit der Hand ranfahre. Wir haben links diese Menüleiste, also ganz oben ist das Navi. Der erste Versuch oder der erste Test ist natürlich immer ganz klar, wie schnell funktioniert das Hin- und Her-Zoomen auf der Karte. Und ihr seht schon, das ist schnell genug. Wenn wir zwei Finger nehmen, können wir rauszoomen und sehen hier das Land Deutschland. Wenn wir hier weiter runter gehen, haben wir Media. In diesem Fall läuft das Krass-Radio. Ich drehe mal die Lautstärke etwas runter, damit ihr mich besser versteht. Gehen zum Beispiel hier nochmal auf das Telefon. Es ist jetzt ganz verbunden. Dann gehen wir stattdessen mal aufs Auto. Sehen unseren wunderschönen Panamera hier und Fahrmodus E-Power, Hybrid, Sport, Sport Plus, Individual. Was man eben gerne hätte. Fahrwerksniveau sehen wir hier auf der rechten Seite. Fahrwerk, also Luftfederung hat da serienmäßig Turbo S. Fahrwerk können wir dann entsprechend anpassen. Und hier auch nochmal Abgasanlage ein oder aus für mehr Sound oder weniger Sound, was man eben bevorzugt. Und den Spoiler können wir hier, wenn wir einmal drücken, in diesem Fall jetzt wieder einfahren, sehen auch, wie er dann eingefahren worden ist an dieser kleinen oder an dieser orangen Untermalung. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass das alles sehr intuitiv funktioniert. Also wir haben eben diese Leiste an der Mitte, an der linken Seite, dass wir eben entsprechend von Menü zu Menü springen können oder eben von Navi zu Media, Phone, Car, was auch immer man eben möchte. Die Mittelkonsole hat auch so eine leicht ansteigende Form, wie das beim 11er der vorherigen Generation war. Der aktuelle hat das auch immer noch, aber nicht mehr ganz so stark. Und hier ist schon viel Touch eingezogen. Wir haben noch für den Fahrer und auch Beifahrer diese Kippschalter hier, mit denen man sich die Temperatur entsprechend anpassen kann. Es gibt auch ein sattes Feedback. Das ist einfach ein schöner Knopf. Das ist nett zum Drücken, auch eben diesem, das ist hier so geriffelt. Eine nette Sache. Davon abgesehen haben wir aber größtenteils eine Touchbedienung. Wir haben hier noch diesen Regler, der ist noch, den muss man noch richtig bedienen. Gleiches gilt für die Temperatur und Lüftungsstärke. Das heißt, wir drücken eben diese schönen Schalter hier hoch und runter. Nichts Besonderes. Dann gibt es praktisch nur noch Touchbedienung. Also wir haben hier oben dann eben beispielsweise Source, Media, Home, Car, Climate oder Hybrid. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Apps, Phone, Navi, Assist und Set, also zum Auswählen. Hier kriegen wir, wenn wir das drücken, einen Klicksound. Also wir kriegen dann Feedback in Form eines Tons. Hier unten beispielsweise bei der Sitzheizung, wenn wir die einmal bedienen, hier gibt es auch haptisches Feedback. Das heißt, ich merke auf dieser Fläche, dass was passiert ist, aber auch hier gibt es nochmal diesen Klicksound. Hier kann man sich zum Beispiel noch das Fahrwerk einstellen, entsprechend wie man das möchte. Ja, das ist es eigentlich auch dann schon. Wir haben hier unten noch ein kleines Fach, da könnte beispielsweise der Schlüssel rein. Hier könnten noch Getränke rein, also hier kann man das dann runterdrücken und dann entsprechend sein Getränk verstauen. Wenn man
oder wenn einem diese Optik hier nicht gefällt, dann kann man hier so einen kleinen Knopf drücken und dann kommen die beiden Dinger, was auch immer das ist, wieder hochgefahren. Und hier in der Mitte ist eben noch ein Fach, ganz klar. Ach, hier ist der Schlüssel, passt also auch. Und hier kann man auch sein Handy reinstecken für kabelloses Laden. Davon abgesehen ist dieses Fach ja doch relativ schmal, also sein Portemonnaie kriegt man noch rein. Das war's dann aber auch. Und ja, es ist wie gesagt Panamera bei Porsche, also die Qualität ist wieder herausragend, so muss das auch sein. Noch ein netter Gag ist, ihr seht, man hat hier oder man kann diese Lüftungsdüsen nicht bedienen, die sind aktuell geschlossen. Man muss also in das Display und drückt dann hier drauf und dann wählt man oder kann man die entsprechend verstellen. Ihr seht schon, aha, jetzt sind sie aufgegangen und dementsprechend verstelle ich dahinter eben, wie ich das gerne hätte. Und ihr seht schon, aha, ich drücke und ziehe. Dementsprechend verstellt sich die ganze Sache. Man kann dann eben einstellen, ob ich das Gebläse fokussiert oder diffus haben möchte. Also all solche Kleinigkeiten. Und ja, das ist es so zum Innenraum vom Panamera. Wir gehen dann nochmal weiter zum Dodge Charger. Und auch da gibt es die eine oder andere Überraschung. Der Charger, SRT Hellcat, schon oft genug erwähnt. Auch hier ein Innenraum, der zum Auto auf jeden Fall passt. Wir haben, wie gesagt, ein amerikanisches Fabrikat mit dem Porsche. Der Vergleich hinkt dann jetzt doch etwas. Also der Porsche wirkt schon überaus edel, überaus edel. Der Dodge, auch der ist mittlerweile deutlich feiner geworden. Aber ja, man muss es ehrlich so sagen, kaum mit dem Porsche zu vergleichen. Das macht aber grundsätzlich nichts, denn auch der Charger hat ja seine Daseinsberechtigung und anders als beim Porsche hier im Dodge Charger SRT Hellcat, wir haben noch analoge Instrumente, also links und rechts auf jeden Fall, Drehzahlmesser und Geschwindigkeit, analog noch Miles per Hour, wir können aber auch umschalten auf Kilometer pro Stunde, die kriegen wir dann digital angezeigt. Aber wenn ich euch, oder ihr seht es ja, ich drücke einmal hier so durch, wir kriegen, da ist er, der Tachometer in km/h und da kriegen verschiedene Fahrzeuginfos, also hier Luftdruck und allerhand andere Sachen, Verbrauch, 16,2 ist dann doch ein bisschen höher, aber bei 717 PS keine Verwunderung oder kein Wunder. Audio nichts angeschlossen. Ja, das Lenkrad ist ein klassisches Lenkrad, Tempomat rechts. Und dieses Display hier in der Mitte, also wir haben hier unten, anders als beim Porsche, wo es links war, haben wir hier unten eben so eine Übersichtsleiste. Wir haben dies, oder in diesem Fall Medien oder die SRT Instrumententafel hieße das hier. Dann können wir eben verschiedene Sachen sehen von, gehen wir mal auf Track, Sport, Custom oder Auto. Also wir stellen uns das Auto nach Belieben ein, haben noch hier so andere Infos wie Motor ausgeschaltet, Motorhaube offen, Batteriestatus, Systemstatus und so weiter und so fort. Oder wir können auch hier Aufrechterhaltung der Drehzahl bestimmen. Also beispielsweise jetzt hier 1600. Auf der anderen Seite haben wir hier den oder die Steuerung vom Fahrer, Beifahrersitz, Sitzheizung, Sitzlüftung. Hat der Wagen, glaube ich, in diesem Falle jetzt nicht. Ist aber nicht so tragisch. Dann gehen wir weiter hier auf die Apps. Also hier könnten wir dann noch etwas genauer ins Detail gehen. Wir können beispielsweise eben den SRT-Modus, den wähle ich jetzt hier an. Und dann könnten wir uns das hier unten hinziehen. So kann man sich ganz individuell diese Leiste hier unten konfigurieren. Das ist aber jetzt nicht ganz so wichtig. Stattdessen zeige ich euch einmal hier die Apps. Da haben wir beispielsweise den App-Manager, Klimaanlage. Die könnte ich jetzt nehmen. Also ich drücke hier drauf. Und dann ziehe ich mir hier unten die Klimaanlage hin, drücke hier drauf und dann seht ihr, bin ich sofort bei der Klimaanlage. Ich kann meine Temperatur hier individuell verstellen, also per Touch-Display, aber eben auch hier unten per richtigem Schalter. Und dann ja, wird es entweder wärmer oder kälter, ganz klar. Dann Einstellungen, es gibt halt unzählige Sachen, Sprache und so weiter und so fort, was ja jedes System haben sollte. Im Großen und Ganzen ist das eine saubere Sache, schnell genug, es gibt genug Spielereien, sagen wir es mal so. Hier hätten wir nochmal die Navi-Karte, das wird gerade geladen.
Dann lassen wir uns einmal die Karte hier anzeigen. Ja, auch das ist nicht so ganz, sag ich mal, frisch wie im Porsche, aber am Ende des Tages bringt einen das auch zielsicher von A nach B. Wir zoomen einmal raus. Das ist auch, also das ist, da kann man nichts sagen. Das, wie gesagt, bringt einen sicher von A nach B und mehr soll es auch gar nicht machen. Und ja, die Mittelkonsole hier unten, da haben wir dann eben hier die Einstellung für Lautstärke beispielsweise oder hier könnten wir anderweitig die Mediendaten tauschen oder eben uns den Radiosender suchen, den wir gerne hätten. Hier gibt es dann nochmal so ein paar Knöpfchen, ihr seht schon Launch, also für Launch Control, dass die 717 PS auch so schnell wie möglich vom Fleck kommen. Hier unten eben die Klimasteuerung, die wir dann noch oder wo wir noch per richtigem Knopf uns die Temperatur einstellen können oder eben das Gebläse, je nachdem, was man gerne hätte. Klima, ganz klar. Hier unten ist noch ein Fach, da kann man sein Handy reinlegen. 12 Volt Steckdose. Dann ist hier so ein netter Gag. Hier steht Dutch Brothers, designed in Detroit. Davon abgesehen finden wir aber hier keine Knöpfe mehr. Brauchst du auch gar nicht. Dann gibt es hier noch ein Fach für Getränke. Hier haben wir den Schlüssel vom Auto, also der rote. Der gibt volle 717 PS. Es gibt auch noch einen schwarzen, da ist die Leistung etwas reduziert. Hier ist noch ein Fach in der Mittelkonsole. Hier kann man noch alle an Kleinigkeiten verstauen. Da geht die Börse rein und vielleicht eine winzig kleine Flasche. Das war es aber dann auch. So, Fach zu. Viel wichtiger, wir sitzen ja in einem US-Modell und dementsprechend super komfortable Sitze. Also es ist so ein richtiger Sessel wie bei Oma daheim. Man fällt hier rein und man möchte eigentlich schon nach einer Viertelstunde einschlafen, wenn der Karren nicht so brutal motorisiert wäre. Und das Adrenalin ist ja, gen Himmel geschossen, dann sind das richtig schöne Sessel zum Lümmeln. So, im Großen und Ganzen, ich habe es schon oder eingangs erwähnt, mit dem Porsche diesbezüglich nicht zu vergleichen, aber das muss auch hier nicht verglichen werden. Die beiden Autos sind ja, was die Performance angeht, sind sie sich ähnlich, aber haben eben so unterschiedliche Konzepte. Und das ist US, das ist Europa, also... Wie gesagt, ich will jetzt dem Charger hier nichts anlasten. Er ist einfach nicht so fein wie der Porsche. Das muss man akzeptieren. Das ist aber keine Tragödie. Der Charger glänzt da eben in anderen Disziplinen. Ja, 717 PS nur an die Hinterräder, das kann nicht gut gehen. Auf der Einführungsrunde schon zweimal gedreht. Aber ja, von nichts kommt nichts. Ich muss noch mal probieren. Die Beschleunigung ist enorm. Gerade wenn dann der Kompressor anfängt, seine Geräusche von sich zu geben, dann ja, der Respekt vor dem Auto ist enorm. Also er kommt und dann ist zu spät. Also das ist unmöglich, also für mich auf jeden Fall, das abzufangen. Wie gesagt, auf der Einführungsrunde schon zweimal gedreht, weil das, wie gesagt, das kommt so plötzlich. Das ist also bei der Leistung, würde ich jetzt mal behaupten, kein Wunder. Irre. Das ist für mich irgendwie so eine Komfortschüssel, also wo ich über die Straßen in den USA ja, mit den vorgeschriebenen 60 Meilen dahin gondel und dann eben in diesen Oma-Sesseln hier gemütlich vor mich hin dümpel. Aber wenn ich dann weiß, ich habe diese Monstrosität direkt vor mir unter der Haube, da, ja, das ist wirklich jenseits von Gut und Böse. Kann man nicht anders beschreiben. Wir sind hier, also ich fahre gerade dieses Stück auf dem Dragstrip, um mich nochmal hier einzusortieren. Und nur der winzigste Tritt aufs Pedal ist sofort, die Hinterräder fangen sofort an zu tanzen. Das ist wirklich diese rohe Gewalt hier drin, oder diese rohe Gewalt, das ist, ja, da bin ich sprachlos, wirklich, absolut sprachlos. Der Panamera.
Turbo SE Hybrid, also auch 700 PS, 17 weniger als im Charger. Ist aber alles nicht so schlimm. Ich genieße jetzt erstmal die Ruhe hier auf zwei entspannten Runden. Wer will, könnte das sogar elektrisch machen. Und man merkt sofort, der Panamera fährt sich deutlich präziser. Der Vergleich ist auch schwer. Wir haben hier, wie gesagt, Allrad gegen diese Urgewalt an Drehmoment, die der Charger, die gänzlich nach hinten gebracht wird. Und so kann ich mir mit dem Porsche hier schon bedeutend mehr zutrauen. Ich meine, die Strecke ist jetzt eine Spur trockener, aber immer noch nass auf jeden Fall, ganz klar. Und hier auf der Geraden, ach, der Wagen schiebt so phänomenal. Ich meine, klar, es ist kein Wunder. Wie gesagt, 4 Liter V8, 571 PS, der Elektromotor 136 PS. Das, also da wundert es nicht, dass der abgeht wie Schmitz Katze. Aber wie gesagt, ich fühle mich so sicher. Es ist, als wäre ich in einem größeren 911er. Und so soll der Panamera am Ende ja auch sein. Auch wenn wahrscheinlich die meisten Kunden, die sich einkaufen, werden damit wahrscheinlich entspannt oder natürlich auch etwas schneller über die Autobahn damit huschen. Aber auch das Fahrwerk ist so viel, also gibt mir auch mehr Rückmeldung. Der Charger war stellenweise unheimlich schwammig und hier der Porsche einfach raus, voll aufs Gas. Und da wäre der Charger schon praktisch einfach vorneweg durch. Und auch hier diese leichte Rechts, die jetzt kommt. Viel schneller geht das hier durch. Hier die nächste rechts, anbremsen, reinfahren, zack, raus aufs Gas. Auch hier dieser Wechsel, einfach raus aufs Gas. Und ab geht's auch hier, jetzt ein- oder bremsen, einlenken, die Carbon-Keramik natürlich auch, wie bei Porsche, nicht anders zu erwarten. Überragend. Ich weiß ganz genau, was die Bremse hier tut. Das war auch bei dem Charger doch noch mal ein bisschen anders. Hier wieder über den Curb, zack, über den bremsen, rein in die Kurve. Ja, jetzt klar, er schiebt jetzt hier so ein bisschen, regelt aber sofort dann ein. Damit ich nicht auf dem Dragstrip lande, hier wieder Start-Ziel, voll drauf. 30, 40, 50, 60, 70, 80. Jetzt muss ich bremsen. Also das ist unglaublich, was dieses Auto für eine Präzision mit sich bringt. Bei dieser Masse, es ist einfach unglaublich. Unglaublich.